Lieben. Heute gibt es ein neues Schwangerschafts-Update von mir und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, heute gibt es ein neues Schwangerschafts-Update von mir. Wir haben einige Zeit verpasst, einige Zeit ausgesetzt, aber ja, heute melde ich mich zurück. Warum kamen so lange keine Videos? Wir hatten wenig Zeit zum Filmen. Die erste Woche, nachdem ich mein letztes Schwangerschafts-Update gedreht habe, waren sehr viele Termine. Sind sehr viele Termine angestanden. Und danach ist meine Kamera kaputt gegangen. Deswegen entschuldigt vorab die vielleicht schlechtere Qualität. Ich habe jetzt eine Übergangskamera quasi, bis das andere wieder repariert ist. Und ja, ich denke mal, im nächsten oder übernächsten Video seht ihr wieder die normale Qualität, obwohl diese hier, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, alles nicht, aber ein bisschen. Und ich meine, wir hätten die 29., die 30. bis zur 33. Woche verpasst, wenn ich mich nicht irre. Gut, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar bei der 29. Schwangerschaftswoche. Die ging bei mir vom 9. oder 7. vom 7.2. bis zum 16.2. lesen sollte man können. Ich muss meine Schrift erstmal anziffern. Symptome in dieser Woche. Ich hatte wenig Hunger. Wenig Hunger bis komplett appetitlos. Ich hatte Übelkeit, keine Ahnung, woher die kam. Das Erschöpftsein, dass man einfach schneller erschöpft ist, normal. ich war müde, das ist irgendwie auch normal, das kommt irgendwie aufgrund dessen, dass man irgendwie erschöpft ist. Ich hatte Schmerzen in der Leiste, beziehungsweise an der Seite. Hoch zu den Rippen auf der, lasst mich nicht lügen, ich glaube, das war auf der linken Seite. Ich nehme mal an, dass die Maus da irgendwie blöd sich auf irgendeinen Nerv gelegt hat und ich deshalb diese Schmerzen hatte oder sie diese ausgelöst hat. Die sind nicht schmerzhaft, aber teilweise ganz schön nervig. Das brauche ich nicht mehr zu erzählen. Symphyse. Ja, die Symphyse hat auch wieder geschmerzt und ich merke auch so langsam, dass sie sich etwas lockert. Weil ich das die ganze Zeit sage. Ja, es ist noch nicht so schlimm, aber ich merke, dass sich da etwas tut. Ich leide so extrem unter Pregnancy Brain. Ich vergesse echt alles, wenn ich es mir nicht aufschreibe. Oh mein Gott. Ich vergesse sogar das, was ich mir 5 Minuten vorher erzählt wurde. Es ist wirklich so. Also, das ist wirklich nicht geschönt. Das ist wirklich so. Ich war schnell genervt, reizbar. Ich hatte leicht schmerzhafte Vorwehen. Und ich hatte das Gefühl, dass der Druck nach oben irgendwie zunimmt. Also ich hatte auch leichte Schmerzen irgendwie wieder am Herz, weil ich gedacht habe, oh, es drückt mir hier irgendwie alles nach oben. Und das war nicht so geil, aber war auch wirklich nur in dieser Woche. Und jetzt ist es weg. Toi, toi, toi. Mit der kleinen Babymaus. Die war mal mehr, mal weniger aktiv, lag in der Woche in Schädellage, das liegt sie jetzt immer noch, toi, toi, toi. Ich hatte den letzten großen Screening, glaube ich, oder? Nee, Quatsch.
Ich hatte das selber gemessen. Ich habe ja ein Ultraschallgerät, wie es die meisten wissen. Und da hatten wir das mal gemessen. Und da lag der Kopfumfang bei 24 Zentimetern. Und sie hat sehr gerne nach unten und in die Blase geboxt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich irgendwie in dieser Woche sehr viel Platz schaffen möchte, weil anscheinend ihr das nicht ausgereicht hat oder sie irgendwie eine blöde Position hatte. Ja, was war noch? Der Bauch wächst natürlich und ich habe vor Milch. Also ich habe festgestellt, dass ich Vormilch habe. Das aber schon seit der 28. Woche. Ich hatte es nur irgendwie in dem letzten Update vergessen zu erzählen. Wir haben soweit alles komplett fürs Baby, von Kliniktasche bis Ausstattung. Ja, ich habe angefangen, Stilltee zu trinken. Und ja, ich kann ihn echt empfehlen. Ich weiß nicht mehr genau, von welcher Marke der ist, aber ich glaube von Baby Dream. Der ist auf jeden Fall mit Früchten. Und der ist lecker. Also wirklich, wirklich lecker, kann ich empfehlen. Und mein Must-Have auch seit der 28. Woche ist Malzbier. Ich kann nicht ohne Malzbier. Ich werde verrückt, wenn ich keins habe. Und heute ist Sonntag und meine Ration ging gerade heute, nee, gestern Abend zu Ende. Und jetzt hibbel ich schon dem Montagmorgen entgegen, damit ich loslaufen kann, um mir neues Malzbier zu holen. Ja. Weiter geht's mit der 30. Woche. Die ging bei mir nämlich vom 16.2. bis zum 23.2. Und da hatte ich folgende Symptome. Ich hatte Druck auf die Rippen. Ja, und insgesamt der Druck auf die ganzen inneren Organe nimmt irgendwie zu. Ich hatte Braxton Hicks-Wehen. Ich glaube, die gehen auch einfach nicht weg. Das bleibt jetzt einfach so. Sehr nah am Wasser gebaut. Irgendwie bin ich das immer noch. Ich bin sehr emotional anscheinend. Ich bin Opfer meiner Hormone. Ja, das bin ich immer noch. Also meine Hormone haben mich komplett im Griff und ich könnte bei nicht jeder Kleinigkeit, aber bei vielen Sachen irgendwie anfangen loszuheulen. Ich hatte den Verdacht, Senkwehen zu haben in der 30. Woche, ein bisschen früh, aber ich denke mal nicht, dass es welche waren. Jetzt weiß ich, wie sie sich anfühlen. Ich wusste es auch so, aber wenn man nicht so gerade in der, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn man nicht gerade in der Situation ist, dann fragt man sich immer, oh, was sind das für Wehen? Oder waren das Senkwehen? Waren das Übungswehen? Was waren das jetzt für Wehen? Und da braucht man dann erstmal so ein bisschen, bis man sich da wieder reingefunden hat. Ich hatte Hunger. Wow, Highlight, dass ich mal wieder Hunger hatte. Ich hatte auch Durst. Den habe ich jetzt immer noch. Oh mein Gott. Und ja, das mit der Vormilch. Das merkt man dann halt einfach, ne? Und zu der Kleinen gab es nicht so viel zu erzählen. Die war einfach nur sehr aktiv. Also tritt und boxt und ja, hat ihre Schlaf- und Wachphasen und macht das, was ein Baby im Bauch der Mama einfach macht. Wachsen und stark werden. Was gab's noch? Ich hatte einen Arzttermin, das letzte große Screening. Da hatte sie in Woche 30 ein Gewicht von geschätzten 1400 Gramm. 38,7 war sie groß und 28 Zentimeter war der Kopfumfang. Kleines, starkes Mädchen. Alles Tutti. Ich habe aber kein Bild bekommen, weil sie sich nicht so gut gezeigt hat. Ich habe ein Tragetuch gekauft. Das kann ich euch gerade zeigen, weil das gerade hier steht. Das habe ich mir gekauft. Natürlich auch wieder gebraucht. Warum auch nicht? Auspacken brauche ich das jetzt nicht. Das ist einfach ein ganz normales, ja, Tragetuch von der Marke Feisty Kids. Ja, ich glaube, so heißt das Ding.
Ja, echt ganz schön. Das ist halt grau und hat hier so Sternchen drauf. Und ja, wurde mir auch empfohlen. Also soll nicht schlecht sein. Ich habe auch schon mit dem Binden ein bisschen mich anfreunden können und habe mich da ein bisschen reingelesen. Und auf YouTube gibt es ja da so tolle Videos mit ganz tollen Anleitungen. Und hier ist auch noch mal eine extra Bindeanleitung. Und ja, anscheinend ist diese, sind die Hersteller auch überall zu finden. Also wenn ihr denen mal folgen wollt, Instagram, Facebook und das andere, ja, keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht. Ja, Face the Kids, genau. Finde ich ganz cool und ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob mir das Tragen zusagt und ja, wie und keine Ahnung. Wir werden sehen. Gut, machen wir weiter. Wie ging's weiter? Eigentlich war sonst nichts. Ich hatte nur ein Hieper auf Malzbier. Also, das ist wirklich mein Must-Have. Ohne das geht es einfach nicht. Womit wir dann zur 31. Woche übergehen können, die bei mir vom 23.2. bis zum 2.3. ging. Und zwar hatte ich da folgende Symptome. Immer noch sehr emotional und immer noch irgendwie ein Ziehen ab und an in der Seite, weil, wie gesagt, ich habe den Verdacht, dass die Kleine sich da irgendwie auf irgendeinen Nerv legt, auf irgendeinen Nerv drückt und ich deshalb einfach diese unsagbaren Schmerzen verspüre. Sehr müde, sehr erschöpft, alles wird beschwerlich. Es wird auch wahrscheinlich bis zur Geburt nicht weniger werden. Und ja, Baby war fleißig am Treten. Also in der Woche 31 ist jetzt auch nicht wirklich viel passiert. Die war wahrscheinlich extrem langweilig. Ich kann mich daran gar nicht mehr richtig erinnern. Es tut mir leid, aber eine Schwangerschaft ist halt auch nicht immer total ereignisreich. Da gibt es auch langweilige Wochen dazwischen, was auch nicht so schlecht ist. Machen wir weiter mit Woche 32, die bei mir vom 2.3. bis zum 9.3. ging. Und da hatte ich folgende Symptome. Ich war reizbar, emotional, immer noch, also schnell erschöpft. Ich bin immer noch und war auch zu also diesem Zeitpunkt sehr nachdenklich, sehr in mich gekehrt, möchte ich mal sagen. Ja, sehr für mich einfach. Ich habe manchmal so eine Phasen, da brauche ich das auch einfach mal, mich kurz zurückzuziehen und über das ein oder andere einfach mal nachzudenken. Passiert mir in der Schwangerschaft irgendwie häufiger. Ich habe den Drang gehabt, alles perfekt zu machen. Nicht nur generell haushaltstechnisch einfach alles. Sobald irgendwas nicht so ging, wie ich mir das vorgestellt habe, war ich ja komplett aus der Bahn geworfen, würde ich mal sagen. Also ich war dann echt enttäuscht von mir selbst und habe auch irgendwie ziemlich krasse hohe Ansprüche an mich. Also es muss wirklich, es muss einfach alles perfekt laufen, weil wenn es das nicht tut, dann ja, ist das für mich eine Katastrophe. Ja, ich war sehr durstig. Ich war mega durstig. Ich war extrem durstig. Ich bin immer noch extrem durstig. Unter 2 Liter geht gar nichts. Ich musste häufig zur Toilette, was vielleicht mit dem Durst zu tun hat. Ich hatte wirklich merkbare Senkvenen, die auch wirklich so in den Leisten waren und die so nach unten gedrückt haben. Also man hat das wirklich gemerkt und man musste schon mal ganz kurz durchatmen.
Das hat schon so eine kleine Weile gedauert, bis man wieder klar kam. Aber wenn die dann weg war, dann ging es auch wieder. Zusätzlich hatte ich immer noch Braxton Hicks Wehen. Das in der Kombination zusammen braucht man nicht wirklich. Und Rückenschmerzen, die sind immer noch aktuell. Heute, toi, 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 habe ich keine Rückenschmerzen. Aber das gehört zur 35. Woche. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade mal keine Rückenschmerzen habe. Und immer noch ab und an die Schmerzen in der linken Seite und die Rippen. Oh mein Gott. Ja, die tun ordentlich weh, auch auf der linken Seite. Ich nehme einfach an, dass sie da irgendwie mit, also ich konnte das auch ein bisschen ertasten, erfühlen, dass sie da anscheinend irgendwie mit Pops dagegen drückt. Und oh, ich habe einfach nur an manchen Tagen gedacht, Kind, tu irgendwas, aber leg dich anders hin, damit ich nicht mehr so eine Schmerzen habe, weil die waren so unangenehm. Ich konnte nur eine Zeit lang irgendwie in einer Position sitzen, dann musste ich mich entweder umsetzen oder hinstellen oder ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, welche Position ich noch wählen sollte, weil es hat einfach alles wehgetan. Es hat einfach komplett alles wehgetan. Die ganze linke Seite unter dem Rippenbogen, das war so extrem und ich möchte nicht mehr, dass das wiederkommt. Die Kleine war sehr aktiv. Normalerweise sollten Babys ja jetzt so langsam etwas ruhiger werden, aber auch sie macht sich daraus nichts, genauso wie ihre Geschwister das nicht getan haben. Im Gegenteil, sie wird nur noch aktiver. Ich hatte einen Arzttermin, bei dem ich untersucht worden bin und da war alles in Ordnung, Mutter Mund zu, Gebärmutter, Hals. Von voller Länge, Baby liegt immer noch in Schädellage, toi, toi, toi. Ja, eigentlich hätte ich auch ein CTG gehabt, aber vor mir war irgendwie noch eine Frau, also zwei Frauen. Die eine war irgendwie, die hatte noch 10 Minuten am CTG gehabt, die andere kam dann danach dran und dann hätte ich nochmal 40 Minuten warten müssen und ich war schon so im Zeitdruck. Weshalb ich dieses CTG einfach ausgeschlagen habe, weil bei der Untersuchung war soweit alles in Ordnung. Ich hatte keine Wehen, also brauchte ich für mich persönlich auch kein CTG. Und ja, ich sag mal so, wenn irgendwas sein sollte, hätte ich hier zu Hause auch die Möglichkeit, nochmal eins zu schreiben. So ist es nicht. Und ich habe mich aber soweit gut gefühlt, sodass ich für mich persönlich sagen konnte, dass ich keine CTG brauchte und das war auch vollkommen in Ordnung so. Ihr könnt da natürlich eine andere Meinung drüber haben, aber ich für mich persönlich habe gesagt, okay, heute glaube ich, tut's jetzt nichts, wenn ich es ausfallen lasse. Womit wir auch nahtlos zur 33. Woche übergehen können. Ich bin ja seit gestern der 34. Woche schon. Oh mein Gott, das. Es rennt irgendwie, diese Wochen rennen irgendwie. Bin ich gar nicht gewöhnt. Die letzten Male hat sich das alles total gezogen, aber es kann ja noch sein. So ab der 35. Woche, glaube ich, fängt es dann auch bei mir an, dass alles nicht mehr so schnell geht. Aber wir warten das einfach jetzt mal. Die 33. Woche ging bei mir vom 9.3. bis zum 16.3. bis gestern also. Da hatte ich folgende Symptome. Alles wird beschwerlich. Selbst wenn ich nur die Treppen nach oben laufe oder vom Stuhl aufstehe, vom Sofa aufstehe und gerade das Aufstehen oder das im Bett umdrehen ist unheimlich schwierig geworden. Also ja, es ist einfach unheimlich beschwerlich geworden. Diese Masse an Bauch, also ich empfinde es jetzt noch nicht als so groß, aber das braucht schon so seine Anlaufzeit, bis das alles so in Bewegung kommt, ne? Also die, die schon mal schwanger waren oder gerade schwanger sind, die wissen, wovon ich rede. Schwestern im Geist, ne? Extremer Harndrang. Leute, ich musste noch nie, ich glaube noch nie in keiner Schwangerschaft so oft auf Toilette wie in dieser, also
Ich bin Gott sei Dank bis jetzt davon verschont geblieben, aber in der letzten Woche, und das hat sich bis jetzt noch nicht geändert, muss ich so häufig auf Toilette, gefühlt tausendmal am Tag. Aber nein, also ich habe das mal so ein bisschen im Auge behalten, so alle halbe Stunde muss ich schon aufstehen und muss auf Toilette, aber das dann halt auch wirklich richtig dringend, weil ich mir denke, ich mache mir gleich in die Hose. Die Kleine muss so extrem auf meiner Blase liegen, dass ich jeden Schluck, den ich trinke, in 10.000-facher Ausführung wieder auf Toilette trage. Darauf könnte ich echt verzichten und ich glaube, da habe ich meinem Freund in dieser Woche auch echt die Ohren voll gejammert. Ich habe die ganze Zeit geschimpft. Ich habe gesagt, verdammt nochmal, ich muss schon wieder auf Toilette. Und ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwo hinzugehen, weil ich ständig auf Toilette rennen muss. Und die Leute denken, hat die irgendwie, ich meine, ja, die ist schwanger, aber das ist extrem. Weil ich komme von Toilette und denke mir so, könntest eigentlich schon wieder gehen. Ja, so ist das. Schwangere eben. Ich hatte immer noch Durst. Unter 2 Liter geht einfach nichts. Natürlich, das begünstigt die Toilettengänge ungemein. Rückenschmerzen, meist aber auf der linken Seite. Auch da, wo ich meine Rippenschmerzen und generell irgendwie diese komischen Schmerzen habe. Sehr emotional immer noch. Ich muss dazu ja nichts mehr sagen. Ich muss mich schon wieder hier anders hinsetzen. Mir schläft schon wieder alles ein. Sehr nah am Wasser gebaut. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Auch irgendwie sehr leicht reizbar. Ich bin Opfer meiner Hormone, Leute. Es tut mir leid. Also an all die das sehen und irgendwie mit mir in Kontakt stehen und den ich irgendwie blöderweise, keine Ahnung, mal zickig gegenüber geworden bin oder. Es tut mir leid, das wird sich bald ändern. Immer noch merkbare Senkwehen, Vorwehen. Ich tippe aber eher mal auf Senkwehen, weil es drückt schon manchmal ordentlich nach unten. Ich habe auch das Gefühl, dass sich der Bauch etwas gesenkt hat. Vielleicht könnte dann damit zusammenhängen, dass ich jetzt auch nicht mehr so eine Schmerzen habe in den Rippen. Also könnte es wirklich sein, dass sich der Bauch gesenkt hat. Immer noch Braxton Hicks Wehen. Ja. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass die Kleine einfach eine Etage tiefer geplumpst ist. Und sie ist, wie soll ich das anders sagen, sehr aktiv. Also sie boxt unheimlich gerne in die Blase oder tritt gerne mal in den Magen oder streckt den Körperteil raus. Ja, doch, das kann sie ganz gut. Ich habe noch ein bisschen Babykleidung gekauft, die ich jetzt immer nicht zeigen kann, weil die auch schon einsortiert ist und so. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Strampler und das war's, glaube ich. Soweit das Nestchen, also ich habe ein Nestchen gekauft, also wo man das Baby, wenn man es jetzt irgendwo hinlegt oder keine Ahnung, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so eine Art Bettschlange mit Unterboden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch das dann mal irgendwie in einem Vlog oder so. Die habe ich auch gebraucht bekommen und ja, die habe ich einfach noch gekauft. Die liegt jetzt im Bettchen drin und das werde ich dann halt abwechseln, je nachdem, wo sie liegt. Entweder im Bettchen oder im Stubenwagen. Da werde ich das Nestchen dann reinlegen. Genau, das habe ich noch gekauft. Ich habe nochmal Windelbeutel geholt für die Wickeltasche. Packe ich die jetzt aus oder nicht? Ich glaube, ihr kennt die von Baby Dream mit dem Duft. Ja, diese Standardwindelbeutel. Und dann wollte ich unbedingt die neuen Feuchttücher ausprobieren von Baby Dream, die Newborn. Die habe ich noch gekauft und ja, darüber erzähle ich dann einfach, ja, wie die so sind, wenn ich sie getestet habe, also wenn die Kleine im Aus auf der Welt ist.
Gut, damit wären wir auch schon am Ende und ich habe total viel gequasselt. Ja, dann kommen wir jetzt zum Bauch und dann soll es auch schon gewesen sein.